Hallo und herzlich willkommen zur Vector Virtual Session Diagnose von AUTOSAR Adaptive Steuergeräten. Mein Name ist Wigbert Knabe, ich bin bei Vector für das Produktmanagement, die Embedded Software Diagnose zuständig. Der Titel des heutigen Vortrags, Same, Same, but Different, ja, geht eigentlich darum, Diagnose von AUTOSAR Classic und Adaptive Steuergeräten ist eigentlich irgendwie das Gleiche, es ist Diagnose. Aber doch ist in AUTOSAR Adaptive alles ein bisschen unterschiedlich und genau auf diese Sachen wollen wir heute ein bisschen eingehen. Wir lernen heute etwas über modulare Diagnose, updatefähige Diagnose und die verteilte Diagnose und auch ein bisschen, wie allgemein Diagnose in AUTOSAR Adaptive Steuergeräten funktioniert. Die Schnittstellen zur Applikation, wie kommuniziert ein Diagnosemanager mit der Applikation und wie der Diagnose-Workflow generell aussieht. Modulare Diagnose. Eigentlich kommt die modulare Diagnose aus der Motivation für AUTOSAR Adaptive und das war einfach, wir haben leistungsstärkere Hardware. Multicore, Multicontroller-Architekturen. Wir wollen mit AUTOSAR Adaptive eine vereinfachte Funktionsfreigabe, wenn man nämlich einzelne Module unabhängig voneinander verifizieren und kontrollieren und freigeben kann, hat man weniger Abhängigkeiten und der ganze Entwicklungsprozess wird vereinfacht. Und wir haben häufigere Updates. Man kann relativ schnell ein kleines modulares Paket aus Steuergerät draufbringen, in einer viel höheren Frequenz, was wir jetzt haben mit AUTOSAR Adaptive, als es mit AUTOSAR Classic noch der Fall gewesen ist. Wir sehen daraus einen Software-Trend, der mindestens entsteht auch aus diesen Motivationen, dass wir von einer ECU-zentrierten Sicht hier kommen, aber eigentlich in die Zukunft gehen, wo wir einen modularen Aufbau haben, wo in einem Steuergerät mehrere, nehmen wir es mal Module, AUTOSAR Adaptive heißt das in dem Fall Software-Cluster, wenn wir es aus Diagnosesicht haben. Und jeder Diagnoseserver ist getrennt für sich, ein eigenes Steuergerät eigentlich. So, was bedeutet die modulare Diagnose für uns? Wir haben mehrere Diagnoseserver in einem Steuergerät. Und jeder Diagnoseserver ist eine unabhängige Einheit. Und natürlich hat er eine eigene Diagnoseadresse. Er implementiert eigene Diagnose-Services, eigene DITs, Routinen, DTCs und so weiter und ist separat konfigurierbar natürlich. Nach außen wirkt er wie eine eigene ECU. ECU1, ECU2. Und was bedeutet das für AUTOSAR Adaptive, das Ganze? Gut, mit AUTOSAR Adaptive werden mehrere Diagnoseserver pro AUTOSAR-Instanz bzw. Maschine unterstützt. Die Organisation, wie man vorstellen kann, erfolgt in Software-Clustern. Jeder Software-Cluster ist atomar updatefähig. Man kann ihn hinzufügen, also auch später noch, oder man kann ihn auch entfernen. Jeder Software-Cluster kann seine eigene Diagnoseserver implementieren, hat eine eigene Adresse, ist eine eigenständige ECU. Und die Umsetzung erfolgt so, dass der DM, der Diagnostic Manager, ein Element der Basissoftware ist, der ist eher als Daemon implementiert oder realisiert und er existiert im sogenannten Master Software Cluster nur einmal. Aber empfangene Botschaften verteilt er an seine installierten Software Cluster. Das Session Handling und das ganze Processing von Diagnosebotschaften, das passiert natürlich lokal. Heißt der Daemon wirklich, das ist ein Dispatcher auf der Ebene. Und damit haben wir gesehen, wie in AUTOSAR Adaptive die Modularisierung der Diagnose erfolgt, nämlich indem man die Diagnose in einem Software-Cluster implementiert. Jetzt kommen wir mal zur updatefähigen Diagnose. Wir haben ja vorgelernt, wir können Software-Cluster hinzufügen, wir können sie entfernen oder aktualisieren. Wie sieht denn das Ganze aus? Wie funktioniert so ein Update? Für den Update gibt es im AUTOSAR Adaptive den Update in Configuration Manager oder UCM. Er erlaubt die Installation, Update und Entfernen von Software-Clustern. Er basiert auf Packages und jedes Package enthält einen Software-Cluster. Die Kommunikation dahin erfolgt in AUTOSAR Adaptive über UDS. Und die Funktionalität sieht so aus. Eigentlich ist so ein UCM nichts anderes als ein klassischer Linux-Package-Manager, aber mit AUTOSAR-Flavor. Er modelliert Bestandteile und die Abhängigkeiten. Und hier sieht das Ganze, kann man das Ganze mal sehen. Ein Diagnosetester schickt über das Diagnoseprotokoll UDS ein Softwarepaket an den Diagnostic Manager, der das zur Diagnostic Service Application weitergibt und der wiederum zum UCM.
Wenn man sich das mal so anschaut, diese blaue Diagnostic Service Application, das ist jetzt hochgradig OEM-spezifisch, weil die Package-Struktur von jedem OEM vorgegeben wird, anders ist. Da drin werden Verifizierung gemacht, ist es ein verifiziertes, erlaubtes Package und. Alles OEM-spezifisch passiert hier in der DSA. Und wenn alles soweit geprüft ist, geht das eben zum UCM weiter und der UCM installiert das neue Paket oder aktualisiert es oder er kann auch verwendet werden, um ein Package zu entfernen. So. Und was bedeutet das für die Diagnose? Gut, Software-Clusters ermöglichen die Modularisierung der Diagnose. Das war unser Thema von vorhin. Der UCM ermöglicht Installationen, entfernen Updates von Software-Clustern. Wenn man sich mal ein Update anschaut, beim Update ändert sich die Diagnosefunktion. Und da braucht man auch ein neues ODX-File dazu nach außen. Die Informationen, die neue Funktionalität muss ja nach außen bekannt gegeben werden. Für den Use Case Installation neuer Funktionen. Jeder Software-Cluster ist ein separater Diagnoseserver. Ein ODX braucht man pro Software-Cluster. Und der Tester braucht natürlich auch das neue ODX. Wenn wir beim Entfernen einer Funktion sind, dann ist die Diagnoseadresse nicht mehr erreichbar. Das Steuergerät wurde entfernt sozusagen. Und zusammenfassend kann man sagen, das sind alles keine neuen Themen. Man konnte auch bisher schon neue Steuergeräte einbauen, man konnte eins entfernen oder aktualisieren. Aber das technische System AutoASA Adaptive erlaubt eine viel höhere Dynamik. Es ist viel einfacher, mal eben einen Software-Cluster hochzubringen auf ein System, als in einem Auto mit klassischen Steuergeräten ein Steuergerät physikalisch einen auszubauen. Kommen wir mal zum Thema Modularität beim Update. Wie modular ist die Diagnose während eines Updates wirklich? Die Umsetzung der Diagnose erfolgt im Diagnostic Manager, haben wir vorher schon gelernt, im DM-Daemon und in der Applikation selbst, weil da werden die Services dispatched und ausgeführt. Also sehen wir schon, dass eine Abhängigkeit besteht. Und man sieht das auch hier. Der DM-Daemon empfängt Diagnose-Requests für alle drei Software-Cluster, Diag 1, Diag 2 und Diag 3. Und dispatcht die hier zu den einzelnen Software-Cluster-Modi in den einzelnen Prozessen implementiert und umgesetzt werden. Und man sieht hier dazwischen natürlich auch eine Schnittstelle. Und wenn jetzt die Schnittstelle sich ändert von dem Daemon, wenn der ein anderes Protokoll benötigt, dann müsste man auch teilweise auch mal den ganzen Software-Cluster aktualisieren, also oder alle Software-Cluster aktualisieren. Verteilte Diagnose, das ist auch einer von den Motivationspunkten, die AutoSAR Adaptive mitbringt. Was bietet AutoSAR Adaptive? Durch den serviceorientierten Aufbau erlaubt AutoSAR Adaptive das Verteilen der Diagnose. Sowohl über mehrere Software-Clusters als interner Mechanismus, als auch über mehrere Controller hinweg, zum Beispiel über SAM-IP. Wir sehen das hier unten nochmal. Sie haben gelernt, wir können die Diagnose auf mehrere Software-Cluster verteilen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Remote-Controller, eine andere Partition, auch Diagnose-Elemente beisteuert. Wenn wir uns mal genau anschauen, wir sehen immer diese sogenannten ARADIAC-Interfaces. Das sind die C++-Klassen, die die Prozesse, die die Applikation implementiert, um Diagnoseinhalt bereitzustellen oder zu verarbeiten. Und die kann man durch das sogenannte Deployment auf einem beliebigen Platz im Fahrzeug verteilen. Und wenn man zum Beispiel darunter ein SAM-IP drunter hängt, dann kann ein Data Identifier ganz gut von einem anderen ECU, anderen Controller, einer anderen Partition bereitgestellt werden. Und ja, das funktioniert natürlich auch für Diagnosemonitore, DITS, Routinen und alle anderen Elemente. Diagnose von AutoSAR Adaptive Steuergeräten. Wie funktioniert so Diagnose von AutoSAR Adaptive Steuergeräten allgemein? Da schauen wir uns erstmal ganz kurz das Bild an, wie das aufgebaut ist vom AutoSAR Adaptive Layered Architecture. Wir haben die roten Elemente hier, die sind für die Diagnose zuständig. Das sind auf der einen Seite das der DM selber. Wir haben das State Management, das sind Abhängigkeiten. State Management kümmert sich um Sachen wie ECU Reset, um Communication Control. Wir haben den UCM, den haben wir auch vorher schon gelernt, wie das er alles macht. Und wir haben die Persistency-Module, die brauchen wir, um Fehlerspeicherdaten abzulegen, gespeicherte Informationen zu dynamischen DITS abzulegen und an einigen anderen Stellen auch.
Auch der Impact, um zur Applikation ist zu sehen, diese Software-Cluster, die roten, die haben ja diagnoserelevante Anteile und kommunizieren die über ARDIAC mit dem Diagnostic Manager. Kommunikation erfolgt über das Diagnoseprotokoll UDS. Odosa Adaptive verwendet UDS als Diagnoseprotokoll. Ja, warum UDS? Die Antwort ist ziemlich einfach. Bisher hat niemand etwas anderes gefordert. Aber auch ein wichtiger Punkt ist, die bestehenden Prozesse und Abläufe sollten gleich bleiben. Man will eigentlich das Rad nicht neu erfinden. Die verschiedenen Tools, die bereits beim OEM und beim T1 bestehen, sollen behalten bleiben. Bestehende Diagnoseprozesse, Entwicklung, Produktion sollen genauso bestehen bleiben. Und die Herausforderung ist dann natürlich damit die Unterstützung der Modularisierung. Die Logistik an die häufigen Update-Zyklen anpassen. Es kann durchaus jetzt passieren, dass man, wenn man sein Fahrzeug nachts in der Garage parkt, vom OEM-Backend ein neues Softwarepaket per Update bekommt und am nächsten Morgen in die Werkstatt fährt. Und die Werkstatt muss eben schon wissen, dass am Abend vorher ein neues Softwarepaket ausgerollt wurde und da auch ein neues ODX benötigt wird. Das ist schon eine Herausforderung, damit umzugehen. Und ja, auch die Logistik-Workflows sollen so bleiben, wie sie sind. Das Diagnoseprotokoll UDS wird auch in zukünftigen Steuergeräten eingesetzt. Gibt es auch noch andere Gründe dafür, und zwar OBD-Diagnose. Mit der SAE J1979-2 oder OBD in UDS wird OBD-Diagnose über UDS umgesetzt. Das heißt, UDS wird für alle abgasrelevanten Steuergeräte vorgeschrieben werden. Und EPTI, Electronic Periodic Technical Inspection, das wie ISO 27730 behandelt wird, aktuell noch im Draft, das setzt auch auf UDS auf. Es hat den Anspruch, Safety OBD zu werden, so kann man es fast sagen. Und auch da wird UDS eingesetzt, das heißt auch Steuergeräte, die in diese Domäne reinfallen, also die OBD-relevant sind oder die für EPTI-relevant sind, die werden nach wie vor noch UDS benötigen. Schon weil der Gesetzgeber das so fordert. Und ich würde sagen, in Summe fallen fast alle Steuergeräte in eine von diesen beiden Kategorien rein. Also werden alle noch UDS haben und in diesen Domänen wird UDS mal noch gesetzt sein. Ein anderer interessanter Aspekt ist die Fehlerdiagnose. Da wird sich sicherlich noch was ändern, weil wenn man sich mal so vergleicht, der aktuelle Fehlerspeicher war hauptsächlich entworfen für Odosa Classic Steuergeräte, Aktorsensordiagnose. Wir haben statische Fehlerpfade. Wir wussten genau, es gibt einen Temperatursensor und der kann kaputt gehen, da kann das Kabel brechen, der Sensor kann selbst kaputt sein, falsche Werte setzen oder welche Werte melden. Und man konnte schon statisch zum Entwicklungszeitpunkt eigentlich wirklich aus einem bekannten Fehlerpfad eine Reparaturanweisung machen, wie zum Beispiel Temperatursensor inklusive Kabel auszutauschen. Wenn wir uns das mal auf Adaptive anschauen, da haben wir Software, da müssen wir Applikationen diagnostizieren. Und jeder, der aus Softwareentwicklung kommt, weiß, dass man die Fehlerpfade, die auftreten können, nicht unbedingt statisch vordefinieren kann. Das heißt, teilweise kommen unbekannte Fehlerpfade auf uns zu, die wir noch gar nicht gewusst haben. Und auch die Reparaturanweisung ist ganz, ganz schwer in vielen Stellen. Nur mal ein Beispiel: Ich habe ein Auto mit einer Wetter-App und die zeigt mir das Wetter von Tokio an. Gut, was mache ich dann? Erstmal, wie erkenne ich diesen Fehler? Woher weiß ich, dass ich jetzt falsche lokale Daten anzeige, die ich eigentlich gar nicht einblenden sollte? Und wie repariere ich das? Steuergerät tauschen? Bringt das was? Vielleicht bringt das überhaupt nichts. Oder einen GPS-Sensor tauschen? Vielleicht bringt das auch nichts. Vielleicht ist der Fehler ganz woanders dran. Also, da wird sie sicherlich noch einiges tun und denken wir auch in der Zukunft wird der DDC sich wandeln. Kommen wir zur Transportschicht. Welches Transportkodeprotokoll wird verwendet? Odosa Adaptive setzt nativ auf Diagnose Over IP gemäß ISO 13400-2. Dazu gibt es noch die Möglichkeit, ein Custom TP zu implementieren. Und da gibt es eine C++ API, die letztendlich erlaubt, dass ein Kunde oder ein Tier 1 ein eigenes TP implementiert. Gut. Wir gehen davon aus, dass mit ISO 13400-2 Edition 2 wird jetzt ein In-Vehicle-Diagnose über Internet erlaubt und
Und dadurch werden viele OEM-spezifische Internet-Implementierungen für die Diagnose wegfallen und dadurch wird sich die Notwendigkeit eines Custom-DPs reduzieren. Also laut AUTOSAR Adaptive noch, Multiple Conversation Concept. Einfach der Tatsache geschuldet, dass immer mehr Steuergeräte parallel diagnostiziert werden, zum Beispiel von einem externen Tester und internen oft ein interner Tester im Fahrzeug ist und vermehrt Diagnose macht und wenn es während das Fahrzeug fährt, Diagnosedaten ausliest. Da haben wir in AUTOSAR Adaptive auch eine Lösung für, dass wir zum Beispiel parallel Diagnose betreiben können, sofern wir in der Default Session sind. Zum letzten, vorletzten Punkt, Schnittstelle zur Applikation. Wir haben vorher schon gelernt, wie ARADIAC aussieht. Zeigen wir uns mal dieses eine Bild hier an. Und zwar sieht das so aus. Die einzelnen Prozesse, das ist Software, die implementieren eine C++-Klasse, ARADIAC, die vom DM-Generator erstellt wird. Und dahinter werden die Kunden- und OEM- und Steuergeräte-projektspezifischen Diagnoseelemente implementiert. Die ARADIAC-Interfaces kommunizieren immer mit ihren DM-Daemon. Und über ein sogenanntes Deployment kann man die an verschiedene Stellen im System legen. In dem Fall hier in dem eigenen Softwarecluster. Sie gehen über Softwarecluster-Grenzen hinweg oder sie gehen auch über Controller-Grenzen weg. Da kann man verschiedene proprietäre Protokolle nehmen. Das kann jetzt über SAMIP laufen hier. Das kann aber auch über einen PCI Express laufen. Da sind wir eigentlich sehr offen. ARADIAC wurde mit dem AUTOSAR-Release 1903 eingefügt übrigens. Man hatte früher auf ARACOM gesetzt, aber das war einfach Real-Life-Feedback aus Projekten, dass es einfacher ist, wenn man dedizierte Diagnose-Interfaces hat, die schon eine gewisse Logik in den ARADIAC-Interfaces selber implementieren kann. Der letzte Punkt geht über Diagnose-Workflows. Wir hatten es schon erwähnt, wir wollten das Rad nicht neu erfinden und wir möchten eigentlich die gleichen Paradigmen wie für AUTOSAR Classic verwenden. Wir möchten auch die gleichen Tools einsetzen. In AUTOSAR Adaptive wird ein Text als Eingangsformat verwendet und daraus gibt es ein folgendes Bild ab, dass man zum Beispiel mit Candela Studio seine Diagnose beschreibt auf OEM-Seite. Man kann die zum Tier 1 austauschen. Der Tier 1 kann die erweitern und zurückgeben. Und wenn die Diagnose fertig ist, generiert man daraus einen Diagnoseextrakt, einen Text. Und der ist Eingangsformat für die DaVinci Adaptive Tool Suite. Und dort wird der Code generiert. Da werden C++-Klassen, ARADIAC-Interfaces generiert, die die Applikationen implementieren. Und die werden auch deployed, wo man sagt, okay, diese ARADIAC-Klasse kommuniziert über diesen Mechanismus mit seinem DM-Daemon. Natürlich pro Softwareklasse gibt es nur einen Dext. Und wenn man zwei Softwareklasse hat, habe ich auch zwei Dext-Files. Und damit komme ich schon zum Ende des heutigen Vortrages. Ich fasse mal zusammen. Wir haben gelernt, dass alles dynamischer wird. Modularer, flexibler, verteilter. Diagnose über UDS bleibt eine Diagnoseroutine, bleibt eine Diagnoseroutine. Daran ändert sich prinzipiell mal nichts. Und auch die bestehenden Paradigmen bleiben bestehen. Darum auch same, same, but different. Und damit komme ich schon zum Ende meiner Präsentation. Diagnose von AUTOSAR Adaptive Steuergeräten. Wir schalten in wenigen Sekunden um auf die Q&A-Session. Ich freue mich auf Sie. Bis gleich.